Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor. Das ist mein Schlafzimmer. Und jeden Abend gehe ich hier rein und mache das Licht an. Dann gehe ich zu meinem Bett, mache die Nachttischlampe an. Dann muss ich wieder zurück, mache das große Licht wieder aus. Und dann gehe ich wieder zurück. Alles in allem ist es sehr umständlich. Deshalb wäre es gut, wenn es neben dem Bett hier einen Schalter gäbe, wo ich das große Licht ausschalten muss, damit ich nicht dauernd hin und her laufen muss. Allerdings einen Wechselschalter im Nachhinein einzubauen, ist fürchterlich. Man muss die ganzen Wände aufstemmen, Rohre verlegen, Leitungen einziehen, alles wieder zuputzen, streichen, Schalter anschließen. Also eine größere Aktion. Darüber hinaus sind ja diese Schalter nicht wirklich sehr schön. Und deshalb habe ich jetzt diesen Schalter durch diesen hier ersetzt. Hier ist ein Rad, eine Art Zahnrad. Und dieser Hebel befördert dieses Rad immer eins weiter. Und dann geht das Licht an. Und beim nächsten Mal geht es wieder aus. Und hier sind zwei Schnürchen, die laufen hier über Haken. Die Fäden sind Nylonfäden von der Angelschnur. Und zwar links und rechts neben das Bett, da hängt jeweils ein Band. Und wenn man an diesem Band zieht, geht das Licht an. Wenn man nochmal zieht, geht es wieder aus. Und das Ganze funktioniert auch auf der Seite. Mal ziehen, an, aus. Bevor ich jetzt genau erkläre, wie ich den Schalter gebaut habe, möchte ich Ihnen nochmal was ganz was anderes zeigen. Und zwar, diese Schachtel wurde mir von der Firma Holzkern zugeschickt und darin verbirgt sich eine Uhr. Und zwar hat die Uhr ein Holzarmband und ein Holzgehäuse und das Ziffernblatt ist aus Marmor. Also eine sehr faszinierende Geschichte. Ich werde die Uhr in der Werkstatt allerdings nicht tragen, weil dafür ist sie mir zu schade. Und so stabil wie ein Stahlarmband ist natürlich ein Holzarmband auch nicht. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Wer sich aber für so eine Uhr interessiert, der findet den Link zur Homepage von der Firma Holzkern unterhalb dieses Videos. Und da gibt es auch einen Gutscheincode, mit dem man auf diese Uhr 5% Rabatt bekommt, wenn man sich denn eine kauft. Der Schalter hat einen Rahmen von 8x8 und genau brauche ich jetzt diesen Ausschnitt. Jetzt habe ich hier von der Mitte mal 4 gemessen und das zeichne ich jetzt mal auf allen Seiten an. Und dann jetzt muss dieser Ausschnitt ausgeschnitten werden. Dazu werden in den Ecken mal zwei Löcher gebohrt. Einmal. Und hier noch eins. Da kann man dann die Stichsäge einfädeln, um das schön auszusägen. Jetzt wird mit der Stichsäge ausgesägt. In jedem Loch in die Richtung. Und am Schluss noch die Ecken schon gesäubert, damit das schön über diesen Schalter wieder passt. Jetzt gibt es ein kleines Brettchen dazu, das kommt dann oben drüber. Da wird erstmal ein Loch gebohrt in der Mitte, wo die Achse reinkommt. Und dann zwei größere Löcher,
wo Holzdübeln reinkommen, die dann letztendlich auf den eigentlichen Lichtschalter drücken. Der Rand wird noch angezeichnet, da kommen kleine Bohrungen, 9 Stück, mit denen dieses Brettchen dann auf dem Rahmen angeschraubt wird. Das hat dann so ein bisschen Steampunk-Charakter. So. Die übliche Schleiferei, hinten abschleifen, Ende abschleifen und der Hart oben abschleifen. Okay. Und die Löcher senken, damit die Schrauben da schön drin sitzen. Okay. Der Rahmen wird auch noch verschliffen. Der ist übrigens so dick, dass unterhalb dieses Abdeckbrettchens noch der Kopf der Schraube, die dann in der Mitte hinzukommt, Platz findet. So, jetzt wird es da angeschraubt. Und jetzt wird das Rad vorbereitet, das dann letztendlich in der Mitte rennt und die Dübeln auf die Schalter drückt mit Hilfe von kleinen Keilen. Und da habe ich jetzt leider einen Fehler gemacht. Also die Überlegung ist folgende. Auf diesem Rad gibt es oben, wenn oben ein ist, bis unten aus. Und dann als nächstes kommt hier wieder, kommt oben aus und unten ein. Und oben aus und unten ein. Das heißt, ich könnte es sechseckig machen. Da habe ich mir gedacht, na gut, 6 ist ein bisschen wenig, ich mache das mal 2, ergibt 12. Das ist aber falsch. Der Grund ist, dass dann, wenn oben aus ist, unten auch aus ist, beziehungsweise wenn an ist, auf der anderen Seite auch an ist. Ich will es aber immer abwechselnd. Also geht es mit 12 nicht. Was allerdings geht, ist mit 10 oder mit 14. Ich habe mich dann für 10 entschieden. Und weil ich aber keine Lust hatte, ein 10-Eck zu konstruieren, habe ich mir hier eins aus dem 3D-Drucker gedruckt. Und mit dem habe ich das hier dann aufgezeichnet. So, und das säge ich jetzt aus. So, hier wird noch der lange Hebel ausgesägt. Der hat sich herausgestellt, der war ein bisschen zu leicht. Und ich habe ihn dann am Ende mit einem Stück Messingrohr beschwert. Und da kommen noch Löcher rein. So, hier werden diese Holzdübeln mal provisorisch abgeschnitten. Pi mal Auge. Die dann später auf den eigentlichen Schalter drücken. So, hier habe ich unnötigerweise unten ein Stückchen Papier angeklebt, was allerdings gar nicht notwendig war, da die ja sowieso nirgendwo hin können. Unten sind sie durch den Schalter begrenzt und oben durch das Rad, das auf sie drückt. So, dafür schneide ich das jetzt hier noch schön ab. So, hier sieht man jetzt mal den Schalter, so kommt es da drauf und diese Dübeln drücken dann eigentlich auf den Schalter. Man muss an der Elektrik also gar nichts ändern, das ist rein mechanisch. So, der ist ein bisschen zu dick. Das zeichne ich jetzt an, den werde ich dann noch abschleifen. Hm.
Hier wird eine Leiste keilförmig zugeschnitten. Von der werden dann so kleine Stücke abgeschnitten, die als Keile fungieren, die dann auf dieses Rad geklebt werden. Davon gibt es 5 Stück. Und die werden dann... So, hier haben wir jetzt diesen Riegel. Allerdings braucht er noch einen Anschlag. Der kommt jetzt hier hin. So, hier werden diese Keile aufgeklebt. Und zwar, es ist also ein Zahnrad mit 10 Zähnen. Es werden aber nur 5 Keile aufgedreht, sodass immer jedes zweite bleibt frei, sodass es einmal oben drückt und unten frei ist. Und dann wieder umgekehrt unten drückt und oben frei ist. Deshalb sind es nur 5. So, hier habe ich noch 3 Brettchen zugeschnitten, geschliffen und geölt. Da kommen jetzt diese Haken rein. Die werden jetzt oberhalb von dem Schalter mit 1 montiert. Und oberhalb des Betts werden 2 montiert, einmal links und einmal rechts vom Bett, wo dann später diese Bänder hängen sollen, an denen man ziehen kann. Zum Schluss habe ich das Ganze noch mit Wasserbeize auf Mahagoni getrimmt. So am Schwämmchen habe ich das da aufgetragen und wie immer natürlich vor allem die Finger angemalt. So, jetzt wird es zusammengebaut. Da kommen 2 Messingstifte rein als Anschlagbegrenzung für diesen Hebel, damit er genau immer einen Zahn an diesem Zahnrad bewegt. In die Mitte kommt eine M6-Schraube mit Kopf, die passt da schön durch. Und auf diese Schraube kommt ein Röhrchen, ein Aluröhrchen mit 6 mm Bohrung und einem 8 mm Durchmesser, wo genau dieses Zahnrad drauf passt. So, der Hebel wird noch mit einem Stück Messingrohr beschwert und dann kommt er auch auf diese Achse. Vergessen, den Mitnehmer anzuschrauben mit einer M3-Schraube und einer Nylon-Stoppmutter, die selbstsichernd ist und verhindert, dass sich die Verbindung löst. So, gut anziehen. So, Beilagscheibe, Hebel, Beilagscheibe. Und jetzt wird es mit einer Hutmutter verschraubt. Die Mutter drückt aber nur auf das Röhrchen und Hebel und Rad können sich trotzdem frei bewegen. Okay. So, und von der Seite werden diese Dübeln eingesetzt, die dann auf den eigentlichen Schalter drücken. Und jedes Mal, wenn man den Hebel bewegt, drückt ein Keil von dem Rad gegen einen dieser Dübel und drückt ihn gegen den Schalter und schaltet ihn so entweder ein oder aus. Jetzt wird es noch an die Wand geschraubt und fertig.